Ah, wir nehmen schon auf, okay. So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mal wieder mit... Ich lebe noch. Ich habe schon auf Snapchat erwähnt, ich wurde nicht überfahren, mir hat niemand wehgetan. Ich lebe noch, ich bin hier. Super, dann kommen wir doch gleich zum Thema des heutigen Videos. Weißt du denn schon, was wir machen? Manchmal, das Ding ist, immer ist es so, du bist bei mir Zeitwächter, wir drehen heute den Spieß um, deine Zeit läuft ab jetzt. So, liebe Leute, wir spielen heute die Telefon-Challenge. Sascha gibt mir 10 Begriffe, wir rufen bei irgendwelchen YouTubern an und müssen die 10 Wörter... Wenn ihr es verstanden habt, dann lass doch einfach einen Daumen nach... Alles klar! Ich spoil das jetzt schon mal, okay? Ich will es jetzt schon mal gesagt haben, ich werde bei Monte jetzt gleich anrufen und er wird es sofort checken, okay? Also Monte war ich der... Ja, und da würde ich jetzt richtig fertig machen, das ist ja das Lustige. Ja, Sascha? Jo, Monte, hast ganz kurz 2 Minuten, ich will mit dir über was reden. Ja, ich bin gerade am Livestream, war ich am Stream, Digga. Wie bitte, bist du gerade am Stream? Hast schon. Okay, perfekt. Folgendes, ich war nämlich neulich auf YouTube unterwegs bei dir und auch halt auf deinem Spontaner Black Kanal, darüber haben wir auch letztes Mal geredet. Und mir ist halt aufgefallen, dass halt YouTube bei dir nicht mehr so läuft wie halt früher, Digga. Ich weiß nicht, hast du deswegen jetzt auch so ein Scheißauto oder woran liegt es einfach? Du meinst auch mit dem Zweitkanal, aber? Ja. Und warum es halt bei dir nicht mehr läuft und warum du dein Auto abgegeben hast und deswegen so ein Scheißauto geholt hast. Wie, was für Scheißauto? Ja, Digga, du kannst mir erzählen, ja jetzt mal, nee, Real Talk, Digga. Ein Benz ist ein Benz, aber du kannst dir ja keinen BMW holen. Das ist ja wie, als ob ich jetzt auf Hundekot jetzt rumfahre. Auf Hundekot rumfahre, hast du Erfahrung drin, sagst du? Ja. Nee, Digga, der BMW ist jetzt ein Fernwagen. Ja, ach so. Ach, stimmt, du hast, was war das denn? Hab ich doch auch ein Video gesagt. Ja, ich, Junge, wenn ich deine Videos gucke, dann ist in meinem Kopf irgendwie nur Hamasser Klingklang irgendwie, ganz komisch. Ja, ich merke das schon. Aber, bist du dieses Jahr auch wieder auf der Venus? Weil mein Management hat mich angerufen, wegen einem Placement auf der Venus. Hast du da auch irgendwas, oder? Ja, ich habe mit deiner Mutter getalkt, ob die eine neue Pornofilm hat, weil ich war sie auch noch nicht ganz schlüssig. Ja, meinst du deine schwulen Pornos, weil ich habe gehört, dass du schwul bist, stimmt das? Achso, das heißt, du willst nicht mit mir schlafen? Nee, du bist mir zu dünn, Alter, und dein Schwanz ist mir leider viel zu mickrig. Dafür ist mein Schwanz aber ziemlich klar, dünn, Alter. Dünn und klein. Ja. Was ist, Digga? Aber wenn du willst, kann ich dich mit ein bisschen Arschbutter richtig schön anal nehmen. Ja. Nee, darauf stehe ich nicht. Okay, okay. Aber hast du dann wenigstens an Silvester gut geknallt? Okay. Gut. Ja, gut. Nee, letztendlich will ich einfach nur gesagt haben, dass Alkohol auch keine Probleme mehr löst. Lieber Monte, Milch tut es ja auch nicht, deswegen. Ja, deswegen trinke ich seit 5 Jahren kein Alkohol mehr. Perfekt, und ich trinke immer noch Alkohol. Ja, Monte, das war's eigentlich. Auf jeden Fall cool, dass du jetzt hier die Zeit genommen hast, während du streamst, Alter. Heftiger Typ, alter Ehrenmann, du weißt Bescheid. Ja, perfekt, ist ähnlich auf meinem Kanal. Monte, mach's gut, ciao, ciao! Du Wichser, Alter. Mir ist aufgefallen, dass die Fragen alle voll gut zusammenhängen. Übel. Bist du schwul, Venus? Und glaub mir, ich hab bei mir was rausgesucht. Das gar nicht zusammenpasst. Nee. Nee. Ja? Remi, was machst du? Ich bin am Schneiden, warum? Ah, bist du also zu Hause? Okay, Alter, und zwar habe ich ein kleines Problem. Wegen diesem Meet and Play muss ich jetzt absagen. Echt jetzt? Ja. Okay. Ja, es war jetzt scheiße gelaufen. Ich könnte zwar, ich weiß nicht, wann musst du denn jetzt, wann ist denn das jetzt? Am Sonntag war es, gell? Ja, genau. Und müssen wir da, also war es jetzt für Samstag geplant, dass wir schon hätten kommen sollen? Oder also, wie lang ist das am Sonntag? Wenn du halt sonntags erst kommst, dann wird es halt knapp. Also kommt halt drauf an. Lass mich mal überlegen. Das Ding ist halt, wir fangen ja morgens schon an, weißt du? Am Sonntag früh? Ja, genau. Okay. Ja, okay, nee, ich schaff das einfach nicht. Ich muss einfach absagen. Du Lappen, Alter. Ah, fuck, Alter. Ja, nee, ist ja nicht schlimm. Dann gebe ich das einfach so weiter und alles cool. Ich bin mir nicht sicher, aber
Spendi kommt glaube auch nicht, da muss glaube auch absagen. Was habt ihr denn vor? Ich weiß nicht, Spendi hat mir auch irgendwie geschrieben, dass irgendwas mit seiner Freundin irgendwas ist. Und dass er irgendwie, also ich weiß nicht, kann er vorbeikommen, wenn du mir irgendwie Unterwäsche von Jody oder so geben kannst? Ach so. Geht es? Ja, das können wir einrichten, glaube ich. Pass auf, das Ding ist halt... Guck mal, also wenn du mir und Spendi irgendwie Unterwäsche von Jody geben kannst, dann können wir überlegen wir uns das noch irgendwie. Ja, warte mal, also ich hab halt nur die gebrauchte, ne? Ja, auch eigentlich ganz... Ja, okay, gut, dann passt es eigentlich. Ja, und dann würdest du die einfach anziehen, oder wie? Die würde ich anziehen und so auf die Bühne gehen, ist ja klar. Das ist ja super. Nee, das ist ja cool. Okay, du bist zurück von Amsterdam, habe ich gehört. Ja. Ja, kiffst du jetzt noch, oder? Nee, ich nehme nur noch Heroin. Okay, also Kiffen ist jetzt vorbei. Ja, hab ich ja nie mit angefangen, ich habe direkt mit Heroin durchgestartet. Okay, und dann habe ich noch vergessen, dir eigentlich zu gratulieren. Du hattest noch Geburtstag. Mhm. Gestern. Genau, vorgestern war es. Und deine Schwester Jody auch, oder? Das ist nicht meine Schwester, sondern meine Stiefschwester, aber ja. Stiefschwester? Ja. Ach, deswegen bummst du die immer. Genau, das ist ja dann keine Inzucht. Also bist du eigentlich. Okay. Ja, ja gut, ich will dir eigentlich noch sagen, du sollst mich nicht weiterhin nerven, ne? Wenn du mich irgendwie anrufen willst, dann ruf mich einfach nicht mehr an, nerv mich nicht mehr. Ey, das ist safe. Peter, wie baust du dieses Telefonat auf? Du bist der Schlechteste. Ey, Reni, weißt du schon seit langem, dass... Ey, Digga. Ey, Jungs, wir können es hier beenden. Nein, wir können es hier beenden. Das ist safe. Safe habe ich gewonnen bei Monte. Auch wenn Monte vielleicht gecheckt hat. Digga, bei dir, das ist ja was so schlecht. Ey, schon die erste Frage. Unterwäsche von Jody. Wow, dann checkt das doch auch so viel. Ja, dann baut es halt irgendwo hinten ein. Aber wie viel Geld verdienst du im Monat? Das kannst du noch easy einbauen. V8-Motor, easy. Ja, kriegst du noch easy eine Handwäsche raus. Alles gut zum Geburtstag. Easy. Ein anderes Wort für Hurensohn, easy. Alles war easy, aber du baust es so richtig scheiße auf. Leg auf, Revi, verpiss dich, du Schwuchtel. Revi. Verpiss dich! Hier, aufgelegt. Leute, das war... Ah, nee. Das, du musst es machen, weil sonst denkt jeder, das wäre mein Kanal. Ist es doch eigentlich auch. Stimmt. Leute, das war unsere Challenge. Schreibt in die Kommentare, wer gewonnen hat. Aber ich bin mir sicher, Digga. Also, so wie du da rumgeduscht hast... Ey, Junge, du hast mir auch irgendwo leid, Alter. Wo tut ihr denn laut diese Telefon-Challenge? Ich würde sagen, ich bin der Meinung, dass ich gewonnen habe. Schreibt unten in die Kommentare, wer gewonnen hat. Bei der nächsten Folge gibt es dann gar nichts zu sehen, Leute. Ich bin wieder auf YouTube aktiv. Freuen wir uns nicht alle, niemand freut sich perfekt, ich mich nämlich auch nicht. Wie viele Abonnenten hast du denn überhaupt? 10. Warte, ich zoome noch ganz kurz in dein Gesicht dran. Oh, das ist schön.